Am 15. Juli konnte der Spatenstich für die Erschließung des neuen Baugebietes in Bad Bramstedt durchgeführt werden. Klaus Götzsche, Geschäftsführer der LEG Entwicklung GmbH, begrüßt die Anwesenden. Das müsste eigentlich eine Idee sein, hier weiterzumachen. Bad Bramstedts Bürgermeister Hans-Jürgen Kütbach freut sich auf den Beginn der Bauarbeiten. Ja, hier entsteht der nächste Teil einer Bebauung entlang der Bimüller Straße, etwa mit 3,8 Hektar, die Sie hinter mir sehen, die bebaut werden sollen. Wir nennen das Ganze am alten Kurpark, weil wir hier direkt in der Nähe des sogenannten alten Kurhauses, also des Ursprungs der Bad Bramstedter Kuranlagen des Heilbäderwesens stehen. Und es ist ein wunderschönes Gebiet, weil es einerseits eben sehr naturnah ist. Mit wenigen Schritten ist man direkt an der Au. Aber es ist gleichzeitig auch sehr innenstadtnah an der AKN-Haltestation, an der Ortsumgehung dran, sodass also es eigentlich ein idealer Platz ist für junge Familien, sich hier niederzulassen. Es ist geplant, noch in diesem Jahr mit den ersten Hochbauten zu beginnen.